Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2, weißt du, was das wird? Lang ist her, zumindest für mich, oder eigentlich schon ein paar Tage, aber es waren ein paar Vorbereitungen nötig, da man schon im letzten Video gesehen hat, wie unglaublich krass und hammerheftig diese Drachen mich zerlegt haben. Aber diesmal nicht alleine, weil Unterstützung ist geil und so, von daher, moin moin! Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2 Rise of the Sun of Worlds. Ich bin Blacky, der Co-Moderator von diesem Let's Play. Yeah! Das war schon mal eine wunderschöne Begrüßung. Kurz mal was erklären. Ich habe zum einen halt ein paar Tränke gefarmt, allen von auch Lebenstränke. Und somit habe ich über 999 Leben. Das kann aber halt nicht angezeigt werden, aber das werdet ihr merken, weil halt die Leiste, die blaue, ein bisschen sinken wird. Und also, wenn man es sehen würde, dass die Leiste halt da sinkt und ich dann noch 999 KP hätte, dann würdet ihr es erkennen. Zum anderen habe ich halt noch mir ein paar Items geholt, ich war ein bisschen der Ahnenhöhle, ich habe einfach mal drauf gehofft und es gab nicht so viel Gutes, was ich abgegriffen habe. Aber wir haben uns mal ein bisschen umgeguckt und ja, hoffen darauf, dass das jetzt gut wird. Auch was ich noch rausgefunden habe, nebenbei, beziehungsweise was man mir gesagt hat, dass dieser Cold Storm oder Stream, was auch immer, ist keine Nahkampfattacke und auch kein Zauber. Es ist nämlich, ich definiere es jetzt mal unter der Kategorie Spezialangriff. Und ich glaube, dagegen hilft auch der MGA, also Magieabwehrwert, auch nicht. Das heißt, ich bin einfach mal nur total gearscht. Aber ich habe einen Plan. Übrigens ist jetzt jeder gegen Konfusion geschützt, da ich geil mit den Soul Gloves ausrüsten konnte. So, und was haben wir noch geholt? Richtig, Platin-Schild. Reduce Damage from Ice Attacks for a short period affects user only. Also schützt halt vor Eisattacken für eine bestimmte Anzahl. Ich weiß nicht genau, wie lange. Diese Schilde kann man sich in der Statue, wo der Rache-Tempel ist. Ich habe gerade den Namen vergessen. Egal. Darauf hat er hat das hat der liebe Blacky für mich rausgefunden. Dafür nochmal ein Danke dir, mein Freund. Bitte schön. Ich habe auch im Nachhinein herausgefunden, dass Artemis diese Schilde auch verwendet. Ah, aber das heißt, die schützen doch nicht schon von Anfang an, oder? Wir werden sehen. So, der Exo kann natürlich auch eintragen. Meine lieben Seelen, habe ich das Eishaarband gegeben, weil das wirft Eisattacken zurück. Das müsste auch helfen. Hoffe ich mal. Und sie ist ziemlich relativ nutzlos gerade. Von da mache ich dann, was? Was? Elements. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Mit ihr heile ich einfach. Das müsste eventuell helfen. So, dann wollen wir anfangen. Hoffentlich überlebe ich den Mist. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Okay, oh, Kostüm, scheiße. Ey, der Schaden ist übel. Zumindest ich kaum Vision geschützt. Yes! Und Nahkampfattacken machen so gut wie keinen Schaden. Gegen Guy und Maxim. Nur Kostüm ist total übel. Ja, und schon spammt er den Scheiß. Das ist eine Gefahrensache, weil ich habe nicht genug KP, das zu überleben, wenn die. Das ist dauerhaft Spam! Oh, dieses Schwein, ey. Das ist. Ja, wie. Ganz hallo, wie viel denn? Das wird nichts, ich werde sterben. Nein, du wirst nicht sterben. Oh Gott! Ich sag doch, dass du nicht sterben wirst, aber nein, du meinst wieder, du weißt alles besser. Ja, Entschuldigung. Oh gut, Vayler wird nur ein bisschen KP geben, Arti wird wahrscheinlich nicht überleben. So, Eisguard, Eismemor, Eisguard. So, das müsste auch schon mal helfen. Übrigens, mit ihnen habe ich das Burn Sword, also halt Feuerschwert. Hast nur einen einzigen Heal gemacht? Was? Ja, mit Seelen wollte ich halt schon Eisschild machen. Ah, ich verstehe. Ah, das ist ein Problem. Exo hat das Blaze Sword, das habe ich nämlich aus der Ahnhöhle bekommen und das müsste auch noch mal ordentlich reinfetzen. Okay, Seelen, ja, was will man jetzt erwarten? Soll ich nicht jemand der Hunde erstmal heilen? Ich würde vorschlagen, in dieser Runde. Ja, okay. Nein, nicht Gottes Idol, oder? Das doch, ist. Doch. Du willst jetzt 1400 KP quasi. Ja, ich will, nämlich mit, hier Seelan, nämlich Vayler auf AT allein einsetzen, damit sie halt wiederbelebt wird. Weil sie wird wahrscheinlich draufgehen, deswegen. Ah, ich verstehe, ja, verstehe. Für Fall, dass Archie überleben sollte, kannst du natürlich einen Berserker reinhauen. Weil ich aber anzweifle. Ah, geil, die Angriffe zählen auch zu Eis. Ja, bitte, Schweine. Sehr, schon mal so gut wie gerettet. Und das Vieh
Wow. Alter Falter. Oh. Die ganzen Angriffe werden total abgeschwächt. Ja. Ahahaha. Ich habe keine Chance. Ah, das ist doch mal wunderschön. Deswegen verwenden die auch nicht Cold Stream jetzt, glaube ich. Ja, ist doch mal geil. Ja, das hat Atea locker überlebt, würde ich mal sagen. Ja. So, jetzt mal kurz Seite. Und nochmal Wailer. So, auf Atea. Na, leider. Hauen wir mal schnell, halten wir mal schnell 2000 Lebenspunkte, ne? Ja, super. Das hat ein bisschen übertrieben, aber naja. Goddess Idol. So, ich hätte lieber die Runde zu angreifen nutzen, ich spare mir halt nicht sehr schön, wie viel das jetzt hilft. Angriff. Angriff. Berserker. Und ich würde sagen, noch ein Berserker, ne? Berserker! Ah, das ist wundervoll. Antia kann sich jetzt auch voll wenig schaden. Weil der Angriff, glaube ich, jetzt auch zurückgesteuert wird, deswegen. Keine Ahnung. Wieso. Oh, Scheiße! Denn? Coldstream. Arti! Autsch. Na egal. Es wird schon klappen. Vor allem, die verwenden es jetzt halt nicht mehr so oft, weil ja halt da. Eisschild und so. Oh Gott, Arti! Bitte überlebt den Scheiß! Ich hätte heilen sollen, verdammt. Ich bin jetzt hier gerade so auf Angriff getrimmt. Verdammte Axt. Übrigens, sei zu erwähnen, ich weiß, dass die Drachen sich ab einer gewissen Anzahl heilen, aber das wird denen auch nicht helfen, den Schwein. Yeah, mein Schaden ist überdimensional. Und Worms! Oh, wundervoll. Naja. Darf nur nicht so. Mal schauen, wie sich der Kampf noch so nur entwickelt. Nur Atea heilen? Du könntest folgendes machen. Du könntest Selan gar nicht mehr heilen und die anderen drei. Weil Selan bekommt doch eh keinen Schaden mehr. Ja, aber auf drei Personen Raider zu machen, dann wird Atea nicht wiederbelebt. Meinst du, ist jetzt verreckt? Das kann sein, wenn die Coldstream verwenden. Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Ich muss bei diesem Kampf echt sicher gehen. Kann sie einfach nochmal machen. Ich glaube, das wird Arti leider nicht überleben. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Verdammt. Dafür habe ich halt Raider verwendet. Das heißt leider, dass die anderen auch nicht geheilt werden. Ich glaube, ich muss in der nächsten Runde auch schon wieder zurück zu dem Eisschild und so greifen. Wobei das bei Selan ja leider nichts wird. So. Wunderschön. Oh Gott, das war knapp! Ich hätte nicht geil, wenn Arti überleben würde, aber Arti halt alle. Oh, 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 oh. Nein! Diese Sau! Egal, dafür habe ich. Wir haben einen extremen Zug drin. Bei mir ist Arti jetzt erst gestorben. Ja, okay. So. Jetzt wird erstmal Arti wieder bilden. Der eine Eisdrache müsste jetzt schon mal drauf gehen. So. Und voll. Und Wams und tot. Yes! Der erste ist down! Jawohl. Oh, ich kann Firestorm machen. Und noch ein Firestorm! Oh, das wird böse. Achso, du hast ja nichts. Ich würde Sela nicht heilen mit Ela. Danke, kommt AT 666 Lebenspunkte. Okay, warte. Ist, ich mein. Elan kriegt keinen Schaden. Warte, ich kann auch Spiel auf AT einfach mal zaubern. Ja, das ist auch eine Idee. Aber. Okay. Genau, ja, das versucht. Es wird gegen Icewalk uns helfen. Ja. Ich muss halt hier sehr aufpassen. Na, wunderschön. Aber ich muss sagen, die erste Runde hätte ich einfach mal ohne die ganzen Sachen nicht überlebt. Ja, Leute, das weil ist das Problem. Ich muss hier ehrlich anmerken, entweder man farmt tagelang, was bestimmt jemand Fall ist, oder aber was ich eigentlich besser finde, weil es auch allgemein im Spiel mehr hilft, geht man in die Anhöhle und holt sich ein paar Zeugs. Weil das. Ich weiß, Anhöhle, man muss nicht immer bis zur letzten Ebene machen. Man macht so 20 Ebenen und geht dann raus, weil. Ja, 20 Ebenen, hier sind 70 Ebenen, das habe ich schon festgestellt. Ja, Firestorm! Raps! Leute, Mirror. Wirklich, geht nicht mit ihm in die Anhöhle, wenn er sagt, er macht 20 Ebenen, weil er runter bis 70 oder 80 spielt. So. Railer. Ich heil mal Selan schon wieder mit. Für den Fall, dass jetzt Selan echt so ein Geil der Eichel nachgelassen hat. Bei 2 müsste ich das eventuell noch überleben. Ich hoffe immer drauf. Ja, hat nachgelassen. Scheiße.
Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ja, und egal, es war der erste. Dann wird es nicht mehr geheilt. Doch, ich habe alle gemacht. Weil mir klar. Das heißt, es wirkt insgesamt ungefähr 4 Runden. Ah, wunderschön. Und für den nächsten Boss bin ich auch schon sogar ein bisschen vorbereitet. So von Items her. Es kommt natürlich an, wie der Boss drauf sein wird. Wahrscheinlich werde ich in der ersten Runde wieder krepieren, um halt anzutesten, wie der so tickt. So, siehst du, alles doch easy und peasy. Und sind alle vor. Oh. Da. Ah, die wird ja gar nicht mehr die kann aber sich selber heilen. Von daher. Joa. Ist doch ganz gut. Und der nächste müsste da sein. Wonderful! Oh, ja, ab jetzt, das staunt ab jetzt hier. Ist es ein Kinderspiel. Joa. Komm, gehen wir aufs Ganze. Firebird. Schon mal sehen, wie viel Schaden die machen. Ach, wie putzig. Obwohl, es ist halt diese Sache. Mit normaler Ausrüstung und also wenn man nicht farmt, dann ist mit normaler Ausrüstung meiner Meinung nach gar nicht machbar. Man bräuchte für Seelen schon das Eisschild und für die anderen irgendwelche Sachen, die vor Eis schützen oder so. Nimmst die Beweglichkeit. Ja, wenn wir zuerst angreifen, ja, könnten wir alles anders. Ja, hast du recht. Firebird. Noch Firebird Damage. Oh. Ja, ich habe doch die Intelligenz bei Arti ein bisschen hochgepimpt. Ja, ich habe Artia nämlich auch Intelligenz-Trick gefarmen lassen. Einfach weil, ja, ich kann. Einfach mal so. Mehr Menschen. Worms und da haben wir es geschafft, Mann! Ja! Yeah! Ah, der Kampf war auch ziemlich einfach. Sag das nicht nochmal! Der Kampf war schon ziemlich, also ich muss schon sagen, das hättest du beim ersten Mal auch machen können, ne? Ich hab das leider nicht überlebt, die Angriffswelle, mein Freund! Ja. So. Geschafft. Geht und so. Du musst jetzt lesen. I was trouble, really. But the mirror is broken. Well, this can't be used anymore. That's okay, too, I guess. By the way, how about you two? Did you see yourself in the mirror? We changed our minds. Isn't that right, Axel? Yeah. That. Speaking of mirrors, I don't see Iris anywhere. Yeah, where is she? Monster didn't get her, did they? Alright, you didn't know she's strong. Your spell's awesome. Monster can defeat her. Can't defeat her. Is that so? Her spells are that strong? I guess something's up with her. She's always suddenly appears and suddenly disappears. Oh, wir merken schon, Iris ist eine sehr, 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 sehr mächtige Person. Let's go back to the village, Axel. Yeah. Closer than before. No, they've always felt that way towards each other. Kampf geschafft. Iris. My mission has ended. Okay. Was so? Wer ist das im Spiegel? There's no stopping. Only when one of them is no more can the answer be known. Isn't that right, Sir Eric? Du Schlampe! Oh mein Gott! Epische Storywendung! Also für mich war es damals ein bisschen ein Schock. Das ist. Was war da denn jetzt los? Und guck mal, wir können nicht mehr rein. Nein! Wir haben es geschafft! Für des Sieges. So, jetzt erst wieder richtig ausrüsten. Oh, ich freue mich schon auf das nächste Rätsel. Ja, schon gut. So. Rätsel. Goldschild. Ja, das ich. Wir werden das sehen, aber nichts sagen. Rätsel. So. Zetosek. Bisschen Armor, Bunny Tray. Watergown, Ice Herbrand, Jascha Pin. Und mein Lieber hier, du kriegst wieder das Ranger Blade. Mirac Blade, Platy Shield, wird wieder ausgetauscht durch Apollo's Torch. Und der Wardingham wieder ausgetauscht durch Platyham. So, dann würde ich ja sagen, verkrümeln wir uns. Ja, verkrümeln wir uns.
heiligen Ort. So, ich könnte mich schon zur nächsten Insel warpen, aber ich würde euch halt zeigen, wo die Insel liegt, von daher fahren wir jetzt mal hin, ne? Genau, fahren hin. Reisen ist das Lust. So, und was wird der Exo gleich noch tun? Ich werde wahrscheinlich ausgehen, so, also wenn wir im Dungeon natürlich das alles erledigt haben, wir dann die Zornleiste wiederholen. Und mal sehen. Und hier müssen wir hin. Aber oh mein Gott, wir kommen nicht rein. Nein! Nein! Nicht! Bitte! Ich liebe es, als U-Boot hier zu fahren. Von hier unten kann man übrigens auch rein. Also, je nachdem, ob wir von unten gerne stecht oder von hinten. Und es wird geprüft, aber ich bin ja Beides gleich fertig mit der gleichzeitig. Aufnahme. Ja, ich bin gleich fertig mit der Aufnahme. Noch kurz hier hingehen. Einmal im Inn übernachten, nach diesem erfolgreichen Sieg. Herr Blackie, wie fanden Sie diesen Kampf? Der Kampf war etwas zu leicht, finde ich. Habe ich mich gut geschlagen? Da hätte man schon noch etwas mehr rausholen können, finde ich, als Entwickler eines Patches, aber gut. Okay. So, Ich soll das jetzt nicht zu noch. laut sagen, sonst hört dieser böse Entwickler vielleicht noch zu. Nein, der Kampf ist wirklich sehr schwer. Du hast verdammt viel gefarmt. Ich war die meiste Zeit dabei. Ich war an seiner Seite. Ich habe immer zu ihm gehalten. Ich habe an ihn geglaubt. Ich habe nie aufgehört, an ihn zu glauben. Einfach, Komm ich jetzt mir auch mit diesem Herz der Karten? es ist einfach Exo. Das ist Ja, einfach okay. episch. Weißt? Ein Kampf, den er nicht schaffen kann. Und wenn er seine Lebenspunkte 65.500, keine Ahnung was, steigern muss, er würde es tun. Also, Richtig. pass auf, Okay. Endboss, wir treten hier sonst wohin. Ja! Jawohl! Und noch ein kurzes Gimmick für euch, um zu sehen, wie viel KP ihr habt. Ich glaube, sofern das da funktioniert. Wir sehen hier unsere Leiste. Wir haben hier halt alles voll. Wenn wir es aber speichern, sehen wir, also ich glaube, dass es die Werte sind, die über unseren 999 KP liegen. Warum die MP-Zahlen bei Guy, Zeon und Altair so verbuggt sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind diese Zweierpotenzen. Wie Ja, dem auch sei. jeder hat Wir haben's. 256 Banner mehr. Okay, also nicht im Spiel, es wird hier nur so angezeigt. Von daher stellen wir uns mal kurz hier hin, genau hier. Oh, Entschuldigung, Maus im Bild gerade gewesen. Und von daher würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir den sogenannten Drachenberg erkunden. Eulast. Bis dann und ciao. Servus, Leute! Eulert, dass der Drachenberg kommt.